Spannenderweise arbeitet unser nächster Speaker daran, tatsächlich das, was wir schon an Innovationskultur in Deutschland haben, zum Beispiel nach Südamerika zu exportieren, was ich gar nicht erwartet hätte. Er ist nämlich der Co-Founder of the Innovation Hub Institute How Germans Innovate. Unter anderem. Abgesehen davon ist er auch Professor und Forscher an der Fakultät für Wirtschaft und Verwaltung der Business School Berlin und arbeitet da an einem spannenden Projekt, das auch Bezug hat zu dem Talk, den wir gerade hatten. Denn da war einer der letzten Punkte ja, was besonders erfolgreich ist, wenn es darum geht, die Digitalisierung umzusetzen, ist, Kooperationen einzugehen, wo man zum Beispiel die Privatwirtschaft mit lehrenden Organisationen zusammenbringt, mit Studierenden und dort gemeinsam neue Projekte kreiert. Und genau das ist in dem Projekt passiert, das er vorstellen wird. Bevor ich darauf zu sprechen komme, erstmal herzlich willkommen, Dr. Rafael Palacios Bustamante. Genau, und das Projekt, was Sie mitgebracht haben, nennt sich International Entrepreneurship Lab Smart Money, kurz IELSM. Und da ging es darum, dass Sie während Covid das Projekt wirklich gelauncht haben und auf die Beine gestellt haben, was schon spannend ist, weil wirklich viele Stakeholder mit an Bord sind und das während Covid zu koordinieren war bestimmt keine leichte Aufgabe. Und was Sie geschafft haben, ist, dass Sie wirklich mit 17 beteiligten Unternehmen, 8 Universitäten aus Deutschland und auch noch vielen aus lateinamerikanischen Ländern gemeinsam eine Plattform aufgebaut haben. Worum es da geht, wie Sie das geschafft haben und wie Sie es auch damit geschafft haben, den Klassenraum zu öffnen und zu erweitern. Das freue ich mich jetzt sehr, von Ihnen direkt zu hören. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Präsentation. Und ich freue mich sehr, hier dabei zu sein, und ich begrüße die ganze Komitee, ne, für die Organisation dieses Event, und auch freue mich sehr, die alle Teilnehmer begrüßen zu dürfen, ne, heute. Ja, das Projekt International Entrepreneurship Lab Smart Money ist ein Instrument, das wir wirklich seit ungefähr 9 bis 10 Monate entwickelt haben hier in unserer Universität. Im Prinzip, das ist die Universität BSB, Business School Berlin, koordiniert dieses Projekt. Und natürlich, das Projekt hat viele Sachen, ich würde sagen, Sachen, die wir nicht gedacht haben, nur als wir an diese Idee gedacht haben. Wir haben wirklich nicht erwartet, dass wir so weit wirklich gehen könnten. Ja. Und dann wollte ich diese große Erlebnis, sollte ich natürlich was genau aussuchen, ne, für diese Präsentation. Und im Prinzip habe ich oder haben wir so gedacht, dass unser International Entrepreneurship Lab Smart Money könnten wir auch präsentieren, wenn wir, also gut auch, wenn wir nicht nur sagen, wie das funktioniert oder welche Ergebnisse, ja, wir bis heutzutage geschafft haben, sondern auch, was bedeutet das, ne, signifikant und relevant, ne, hat dieses Projekt für die Studierenden, ne, und auch für die, generell für die Akademiker. Wir haben für heute auch in diese Orientierungsgespräch, ja, möchte ich so als Inhalt präsentieren. Ich spreche ein bisschen über diese Problemstellung und Hypothese, die wir in dem Moment gehabt hatten. Dann die Zielsetzung, die Methode oder Methodologie, die wir auch für dieses Projekt als Werkzeug oder Basis nutzen. Und Nummer 4, spreche ein bisschen was das Konzept Smart Money, ne? Da kommt die Frage, was ist genau Smart Money in diesem Projekt? Und am Ende möchte ich ein paar Ergebnisse auch natürlich zeigen und ein kleines Fazit und Diskussion. Ja, die was ist natürlich wichtig, ist auch generell passiert, kann man auch sehen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt. Es kam einfach so viele Ideen. Wir brauchen diese Interaktion, wir haben auch diese Gelegenheit, wir haben das Potenzial, wir haben auch, oder wir sind jetzt in einem Kontext von der digitalen Transformation.
Ja, natürlich kommen auch so viele Ideen und für uns war genau der Moment, was wollen wir auch machen? Wollen wir genau machen die Sachen oder internationale Projekte, wo viele Leute da zusammen sitzen können, so genauso wie die anderen? Oder wollen wir auch ein bisschen andere Sachen machen, ja, oder vielleicht die Intensität von dieser Interaktion zu beleuchten. Das war immer Fragen. Ne? Und ein sehr wichtiger Aspekt, was wir nicht haben, ist in der Theorie, es ist tatsächlich so, in der digitalen Transformation, wenn man eine kleine Idee hat, ja, wenn man auch natürlich ein Bedürfnis identifizieren könnte, kann man auch in der digitalen Transformation in diesem Fall mit einem Projekt, ja, mit dieser digitalen Plattform, kann man nicht nur dieses Bedürfnis abzudecken, sondern auch kann man auch gleichzeitig andere Bedürfnisse abzudecken. Das heißt, in unserer Universität zum Beispiel, das Problem war nicht nur die Interaktion, das Problem war auch natürlich, wie könnten wir Kompetenzen für unsere Studierenden und auch Akademiker so steigern, ne? Oder andere Bedürfnisse auch oder wichtige Aspekte heutzutage, ne? Wie können wir auch unsere Inhalt, ja, einfach internationalisieren, wie könnten wir auch Co-Kreation fordern mit unseren Studenten, auch in der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Studenten. Das heißt, eine Notwendigkeit oder ein Bedürfnis kann man auch natürlich zusammen mit anderen Bedürfnissen abdecken. Das ist genau, was mit diesem Projekt passiert. Ja. Wie gesagt, das war im Prinzip das Problem ist, was genau, ne, wie kann man diese Lokal-Classroom, was wir normalerweise, was wir kennen, einfach so verbreiten in diese Konzept oder Forward Extended Classroom, das weiterentwickeln. Und das als Problem, ich würde sagen, dass heutzutage, wenn jemand mich was fragt, ich würde sagen, das Problem könnte anders werden. Ja, weil wir wirklich so viel weiter nach vorne gegangen sind, so viele Sachen entdeckt haben. Ja, aber als Problem, das war wirklich der Punkt, unsere Basis, dieses Projekt zu schaffen. Ja. Zweiter Punkt ist die Hypothese. Ne? Für uns die Hypothese ist, dass wir haben immer gerechnet, dass wir Potenzial als Universität haben, wo auch natürlich unsere Studierenden große Kreationpotenzial haben oder Co-Kreation Fähigkeit haben. Ja, haben wir wirklich nicht so ganz 100% oder intensiviert. Und dieses Projekt hat wirklich das gemacht. Ja, dieses Projekt hat die Co-Kreation, internationale Co-Kreation intensiviert mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Niveaus von Studierenden, mit Unternehmern zusammen, mit anderen Innovationsakteuren und so weiter, ja, und so fort. Das Thema Ziel 6 ist es für uns, ja, wir hatten, es ist klar, die Ziele hier, wenn man das wirklich liest, im Grunde genommen, das für uns war wichtig als Ziel, dass dieses Projekt nicht nur die Kommunikation als wichtiger Aspekt oder natürlicher Aspekt ja, entwickeln müssen, sondern auch diese Business Transfer Konzept. Ja? Diese Business Transfer Modell, wie könnten wir das wirklich entwickeln in eine digitale Plattform? So. Ja, gleichzeitig wissen wir auch, wir haben auch bestätigt, es ist ein sehr inklusives Projekt. Dieses Projekt ist sehr inklusiv, weil nicht nur Studierende oder andere Innovationsakteure dabei sind, sondern auch viele Akteure, die wirklich nicht vor der digitalen Transformation nicht eine Gelegenheit hätten, zum Beispiel in eine Innovationskonstellation teilzunehmen. Der Punkt Nummer drei, die Methodologie. Ich würde sagen, das Projekt, wir sind jetzt in einem sehr intensivierten Versuch,
Phase. Die Phase ist die Phase Nummer drei. Die Phase Nummer drei, wir arbeiten jetzt viel qualitativ, aber wir arbeiten auch viel quantitativ. Das heißt, wir generieren viel Theorie, wir machen Forschung über bestimmte Variablen, ne, von diesem Projekt. Und wir auch messen natürlich Daten und Informationen, die wir in der Natur, natürliche, ich würde sagen, Arbeitswelt beobachtet haben. Dann natürlich, jeder von euch könnte sofort fragen, okay, und was ist ganz genau diese internationale Tepenische Latsmamoni? Ja? Im Prinzip, ich würde sagen, dieses Projekt hat drei wichtigsten Merkmale. Ja. Nummer eins, das ist ein internationales Projekt, sehr, sehr internationales Projekt. Zweiter Punkt ist, dass dieses Projekt ist nicht nur international, es ist ein Projekt, wo die Leute haben die Möglichkeit, Co-Kreation zu fordern, ja, und auch Co-Kreation zu entwickeln. Ja. Anderer wichtiger Aspekt, ja klar, ist, woher ne, kommt genau das Projekt? Das Projekt kommt von der Akademie, kommt von einer Universität. Das ist auch natürlich sehr interessant, das zu sagen, diese drei Mal, so kann man die Rätsel genau charakterisieren, kann man so sagen, was ist genau diese internationale Entrepreneurische Latzmammo? Was ist das Ziel von diesem Projekt? Ja, wir hatten am Anfang nicht ganz klar, 100% klar, was ist genau das Ziel. Wir hatten am Anfang natürlich ein Ziel, das war dieser Kommunikationsprozess zum Beispiel, auch ein bisschen Transferprozess zu entwickeln, aber das war im Grunde genommen nicht klar. Ja. Heutzutage könnten wir ganz klar sagen, das Ziel von diesem Projekt ist die neue Anpassung und Internationalisierung von Businessmodellen und dann im Kontext der Nachhaltigkeit und im Kontext der digitalen Transformation. Ja. Dann haben wir die große Herausforderung, ja, die Frage zu beantworten, was erwarten wir, ne, als Ergebnis von diesem Projekt. Ja? Und im Grunde genommen, dass diese Resultate bekommt jeder Akteur, ne, Akteur, der genau den wir in diesem Projekt arbeitet oder zusammenarbeitet. Und ich möchte jetzt sagen, ganz in zwei Akteuren, was ich super wichtig finde. Nummer eins ist die Studierenden. Wir erwarten, dass die Studierenden über dieses Projekt ihre Kompetenzen, ja, entwickeln können, auch oder mehrere Kompetenzen auf jeden Fall entwickeln können. Der zweite wichtige Punkt ist das Resultat für die Unternehmen. Ja. Die Unternehmen validieren, definieren ein Businessmodell, ja, und die machen das wirklich nicht mehr so mit einer Consultant-Firma oder so, sondern auch mit Studierenden, ja. Gleichzeitig mit Studierenden, gleichzeitig mit Professoren, gleichzeitig mit Experten. Und das ist genau eine große Herausforderung. Wie groß könnte das Niveau für diese Resultate sein, ne? Die Qualität von diesen Resultaten? Das könnte auch nur, das kann ich jetzt sagen, das könnte nur möglich sein, wenn wir den Co-Kreation-Prozess innerhalb dieses Projekts richtig aktivieren und koordinieren können. Ich möchte beginnen, das Thema Zeit nicht so viel vertiefen, wie das funktioniert, so in Details. Ich möchte damit zeigen, drei wichtige Aspekte. Nummer eins ist, wer oder welche Innovationsaktoren dabei sind, wie im Grunde genommen das funktioniert. Und zwei und dritte, warum ist Marmoni da? Und dann noch ein, sorry, das ist genau, was machen wir drin? Was machen wir ganz genau? Ne? Da sind die Entrepreneurs oder Unternehmer, da sind auch Studierende, dabei sind auch Experten und Investoren. Ja, Investoren, die auch
Business-Idee unterstützen können. Ja. Das Wort Catalyst ist ein sehr interessanter Aspekt von diesem Projekt. Sie sind im Grunde genommen die Experten oder Professoren oder Akademiker, sprechen wir so ganz, ganz homogen, Professoren, die genau geben nur Input für diese Co-Kreation-Tätigkeit von den Studierenden, ne, dabei. Das heißt Catalyst, weil Catalyst ist ein Begriff in der Chemie zum Beispiel, kann man das merken. Catalyst hat eine Funktion in der Richtung Innovation. Das ist dieser große Impuls und neue Ideen zu finden und auch natürlich die Idee auszunutzen. Das ist in Funktionen in der qualitative oder abstrakte Idee, ja, aber in der Funktion in der Chemie, ja, in der Prozess von Chemie, das Katalyst hat genau diese Katalysation hat genau eine Funktion am Ende. Das ist das ein im Grunde genommen ein Resultat von einem komplexen Prozess und das ist genau der Punkt, was der Katalyst macht, ein Professor zum Beispiel. In der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren. Was machen wir genau da? Ne? Wir haben Businessmodelle von den Unternehmen, das kommt nicht von der Universität, sondern kommt von der Unternehmen oder Entrepreneurs. Und die sagen, wir wollen wirklich zu Innovation gehen. Wir wollen unser Businessmodell zu verstärken. Wir wollen neue Ideen haben. Ja, und das heißt von Zero, ja, von Niveau Zero bis auch Niveau 3, 4, 5, spreche ich, wenn zum Beispiel ein Unternehmer sagt, wir haben schon ein Businessmodell, wir haben die Idee ganz klar, aber wir wollen ganz genau 2, 3 Aspekte von diesem Modell weiter zu entwickeln. Ja, das ist genau, was wir, Prozess oder Phase, welche Phase wir entwickeln, genau in diese digitale Plattform. Wie funktioniert das im Grunde genommen? Ja, also der Unternehmer ist zum Beispiel kommt aus Lateinamerika, das ist genau so im Grunde genommen. Und zum Beispiel aus Argentinien hat eine Idee und sucht genau eine Universität in Argentinien. Und diese Universität macht genau eine Zusammenarbeit mit anderen internationalen Universitäten, auch in Lateinamerika, sowohl in Lateinamerika als auch in Europa. Ja. Die Idee ist, dass dieses Projekt internationalisiert sich, ja, und die Idee verbreitet sich in diese Digital-Plattform, diese Akteuren, ne, für dieses Businessmodell. Warum Smart Money Lab? Ja, vielleicht das ist eine Frage, was ist nicht 100% immer an Bord müsste. Ja? Das ist genau das Wort. Ich glaube, wenn ich so erkläre, wie das funktioniert, die Leute könnten ein bisschen ja, verstehen, wie vielleicht, warum ist Smart Money. Aber im Grunde genommen, es gibt hier eine Co-Participation von verschiedenen Akteuren. Die Unternehmer zum Beispiel sind genau präsent. Ja? Die geben nicht nur Geld und sagen, ich habe hier eine Idee oder bitte suchen Sie eine Idee für mich, sondern ich bin dabei. Na, ich mache meine Co-Creation-Prozess mit euch zusammen und ich lerne auch meine Kompetenz, auch Unternehmer natürlich entwickelt sich auch rasant. Wichtig auch zu sagen, dass diese, wie funktioniert das als Methode? Ja, was passiert drin? Weil wir bekommen so viele Inputs. Was ist Inputs da? Input ist Information und Input ist auch Wissen. Ja. Für uns ist nicht mehr bidirektional, ja, also Lehrer und Studierende, sondern auch, das ist anders, ne, das ist, sondern auch Studierende in Zusammenarbeit mit 3, 4, 5 oder 6 unterschiedlichen Akteuren. Das heißt, mit diesen verschiedenen Akteuren, es gibt eine nicht bidirektionelle, ja, Know-how oder Kompetenzen oder Strategien und so weiter, sondern es geht multidirektional.
Informations- oder Informationen um Wiesn kommen von verschiedenen Richtungen, kommen nicht nur von einer Person oder einem Unternehmer oder einem Studierenden, sondern von verschiedenen Akteuren und von verschiedenen Formen oder Weisen. Ja. Wir haben, ich wollte heute hier sagen, das zeigen, das finde ich wirklich sehr wichtig. Wir haben das gemessen, wir sind jetzt in der Phase oder Phase Nummer 3. Die Phase Nummer 2 haben wir weltweit mit 78 Teilnehmern dabei. Diese 78 Teilnehmer waren vor allem 85% Studierende, der Rest waren Unternehmer und Experten. Ja. Und das war die Resultate im Prinzip, das ist, kann man sagen, auf Spanisch und auch natürlich auf Englisch, ja, die Resultate. Und von diesen qualitativen ja, Resultaten, auch quantitative Resultaten, müsste ich nicht von jedem Resultat sprechen, aber was ich super wichtig finde, ist, das heißt, das Thema Dispersion, ne? Oder was wir kennen vielleicht auf Deutsch, ablenken. Ne? Diese Dispersion ist ein sehr wichtiger Faktor nach der Literatur. Das ist ein sehr problematisches Faktor in der, für jede digitale Plattform, für jedes Konzept von Class oder Extended Classroom, ja, oder für jede virtuelle Classroom. Das heißt, die große Herausforderung für uns ist genau, wie könnten wir diese Dispersion verringern. Ja? Das ist genau die Herausforderung. Und bisher, ich kann nur sagen, im Vergleich mit der vorherigen Phase, dass wir haben wirklich verringert mit viel Koordination und viel Organisation. Aber das reicht nicht. Ja. Wir haben auch in diesem Prozess, in diese große Mühe für mehr Koordination und mehr Organisation mit dem Ziel Co-Kreation, Business Transfer und auch ein sehr relevante und sehr eine große Businessmodell mit einer hohen Qualität. Das ist natürlich nicht leicht mit Dispersion, ne, oder Dispersion. Dann haben wir auch, bevor wir wirklich weiter über ein paar Probleme sprechen, ich müsste so auch sagen, trotzdem diese Dispersion, ja, wenn man hier sehen, dass wir auch viele positive Aspekte gefunden haben im Projekt. Ich möchte hier ein kleines Resümee machen, was für uns super interessant war. Vor allem im Bereich von Hochschule, ja, es ist diese, für die Studierenden im Prinzip, das ist klar, dass die bekommen zusätzliche Kompetenzen im Vergleich mit einer bidirektionalen Lehre oder im Vergleich mit einer normalen virtuellen Lehre. Ja. Weil virtuelle Lehre, wie gesagt, muss nicht genau sein, so wie dieses Projekt. Das heißt, ein Projekt, so, wo viele neue Akteure dabei sind und auch mit dieser Organisation, mit diesem Fokus fordert mehr, ich würde sagen, Kompetenzen ja, für die Studierenden und die wirklich sinnvoll bereitet, diese Kompetenzen zu entwickeln. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das Thema internationale und kulturelle Kompetenzen, ja, die Studierenden in dieser Plattform hatten vor allem eine Zusammenarbeit mit 5 Ländern in Lateinamerika, vor allem Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Ecuador und Mexiko. Und, Argentinien, Mexiko, Kolumbien, Ecuador, genau. Das heißt, wir haben mit diese Länder, ja, hatten wir die Möglichkeit, unsere Studierenden, die interkulturelle Kompetenzen auszuentwickeln. Und, aber nicht nur auch bidirektionale, sondern auch multidirektionale. Weil es gibt ein Business Room, ja, virtuelle Business Room, wo alle Nationalitäten zusammenarbeiten. Für die Hochschule, ne, will ich weiter darüber reden, was super wichtig ist. Wir haben bemerkt, dass
mit so viele, mit diesem Projekt kann man so daran denken, wie effektiv ein Projekt sein könnte, wenn man wenn eine Universität immer in der internationalen Kooperation daran denken möchte. Ja. Kann man wirklich viel Kollaboration machen, aber kann man auch ganz konkret sehr wenig schaffen. Ja. Das heißt, dieses Projekt arbeitet mit viel Koordination und kann man wirklich die Resultate ganz schnell sehen. Ja. Und das heißt, für uns ist super wichtig, weil kann man auch natürlich darüber merken, dass praktische Instrumente fördern oder entwickeln oder verstärken besser die Kooperation, internationale Kooperation von von der Universität. Über die Ergebnisse und Resultate für Unternehmen, das ist natürlich, kann man auch hier sehen, das will ich hier im Grunde genommen nicht so viel in Details sprechen. Jetzt habe ich noch 3 Minuten. Ich müsste jetzt also Fazit und Diskussion von diesen verschiedenen Aspekten, die ich wirklich total interessant finde. Wir sind jetzt auch ein paar davon haben wir oder sind wir dabei, weiter zu forschen. Ich möchte mich darauf konzentrieren, mit der Punkt Nummer 2. Ja? Wenn wir sprechen über die Rolle der Lehrenden in Extended Classroom, verändert sich erheblich. Warum? Weil das ist genau eine große Bedingung, ja? Das Projekt FOGAI zu stoßen. Und es ist wichtig, dass wir also diese traditionelle Dynamik, weil nicht nur bei Präsenzlehre, sondern auch in der virtuellen Lehre, ja, wie wir unsere Kapazität oder wie unsere Kenntnisse anwenden können, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber für eine Plattform, digitale Plattform, der so komplett ist, ja, es ist wirklich nicht, das reicht nicht. Das heißt, wir brauchen eine bestimmte Kompetenz von der Professoren, die genau arbeiten, nicht nur mit Studierenden, sondern auch mit Business-Projekten. Ja? Und das ist genau der Punkt. Wenn man mit Business-Projekten oder Study Case arbeitet, dass dieses Ziel, ja, ändert erheblich im Vergleich mit der Präsenzlehre oder einer traditionellen Präsenzlehre oder virtuellen Lehre, wie wir das schon kennen. Ja. Das heißt, viele, viele Sachen, die wir traditionell gemacht haben, zum Beispiel, wenn ich so meine Lehre vorbereite, ja, ich hatte Organisationsplanung, aber wenn ich in diese Plattform arbeite, ich brauche Organisationsplanung plus Artikulation oder Integration. Oder ich kann auch natürlich viel improvisiert für meine Lehre. Ja, ich hatte wirklich viel Kenntnisse, ich hatte die Struktur, wir als Dozenten haben wir diese große Gelegenheit, viel zu improvisieren, aber hier in der Digitalplattform kann man nicht so viel improvisieren. Man muss ein Ziel immer erfüllen und man muss auch natürlich kontrollieren, genau diese Dynamik vom Prozess für die Co-Kreation und auch für, ich würde sagen, für die neue Idee zu verstärken. Ja. So, ich bin jetzt bei 4:20. Dann wollte ich Sie jetzt fragen, unser aktueller Stand ist folgendes hier. Wir haben aktuell in unserem Projekt 149 Studierende aktiv, 12 Universitäten von Europa und Lateinamerika vor allem. 25 Business-Projekte aktiv, aktuell 90% aus Lateinamerika. Katalyst 30 und Sperten 34. Dann, ich würde sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie Fragen für mich haben könnt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bustamante, für den wunderbaren Einblick. Die Zeit für die Fragen ist uns jetzt leider schon davongelaufen. Die haben wir für die Präsentation verwendet. Aktuell gibt es auch noch keine Fragen im Chat, daher eher die Frage, was ist denn der beste Weg, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Ist das LinkedIn? Ist das die Fakultätsseite? Also hier habe ich schon gesagt. Mhm. An Ende, ja. Moment.
In der Präsentation, okay, ich glaube, Sie haben auch das Material. Ja. Wir können die Folien leider nicht mehr sehen, weil ich jetzt im Bilde bin. Aber dann posten wir das gleich noch in 30 Sekunden hier im Chat anschließend. Kein Problem. Das können Sie sehen schon, ne? Genau. Vielleicht einfach nur ein ganz schnelles Abschlussstatement in einem Satz. Beeindruckend, so viele Stakeholder in einem Projekt zusammenzubringen. Was ist das Wichtigste dafür? Was ist das Wichtigste? In für einem uns Satz. Diese, also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eine klare Ziel haben für jede Phase und Koordination und Organisation genug für die Co-Kreation und für dieses Wissenstransfer. Das ist genau die große Herausforderung. Also das ist egal, ob wir 3, 4, 5, 6 oder mehrere haben, wenn wir wirklich nicht genau ganz konkret die Koordination und das Ziel haben, das Fokus, dann ist wirklich nicht, also es ist nicht nur die solche Projekte weiter so entwickelt, auch nicht so viele Aktoren einzuladen. Also wirklich ein klares Alignment und sich sicher gehen, dass alle Stakeholder, die an Bord sind, immer genau wissen, was wirklich ist das Ziel, wofür sind sie mit an Bord und auch immer checken, ob alle sich dessen noch klar sind. Wunderbar, vielen Dank für die Einblicke in das International Entrepreneurship Lab Projekt.